Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir wieder bei einer Adventure-Map, und zwar dem zweiten Teil von Agent 44, und zwar mit dem Namen Agent 44, das Erwachen, Leute. Ich hab... meine zweite Adventure-Map für Flo fertiggestellt. Ich bin mal gespannt, ob er die auch spielt. Und ich zeig dir euch jetzt heute zum ersten Mal. Ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Mission 1, schau in die Briefkasten und suche deine Items zusammen. Leute, hier drauf sind insgesamt 10 Secrets wieder versteckt. Und ihr seht schon, das Haus ist komplett anders als vorher. Hier gibt es eine kleine Küche, hier ist eine Uhr, hier so ein Teller und sowas. Hier ist natürlich wieder die riesige Bockwurst von Utopia. Hier ist ein Alpdudler-Lager. Und ja, Leute, ich habe hier ein bisschen was verändert. Ganz kleine Kleinigkeiten. Hier bei Wolfgang ist jetzt nämlich ein Kürbisgefängnis. Seht ihr? Hier ist ein Kürbis drin. Das können wir auch direkt wieder zumachen. Und dann gibt es hier ein kleines Lagerfeuer. Und hier ist tatsächlich auch Loch im Bedrock. Der darf natürlich nicht fehlen. Diesmal ist auch mein Sheep mit dabei. Ne, mein Sheep. Meh. Ja, Leute. Der liebe mein Sheep. Und hier ist auch ein Secret zu spät. Damit hätten wir das erste Secret auch schon hier. Und das zweite befindet sich diesmal da, wo er das letzte Mal geguckt hat. Weil er hat letztes Mal fast alle Secrets nicht gesehen. Und das ist zwar das Slimy Secret. So, wir sollen uns ja unsere Items zusammensuchen. Hier im Lagerhaus gibt es natürlich was. Und Leute, ich zeige euch hier oben Illuminati einfügen. Ja, ich muss Flo natürlich ein wenig ärgern. Und falls ihr euch wundert, warum ich meinen Skin nicht habe, ich weiß es selber nicht. So, und hier ist natürlich wieder die... ja, die Dienstwaffe, ganz viele Melonen, ganz viele Schnitzel, die Alpha-Hose, die Schlapfen, ein Saftsack und ein Hängegleiter. Und wir können jetzt erstmal das hier so machen, zack. Den Saftsack brauchen wir bis jetzt noch nicht, denke ich. So, dann werden wir auch ausgerüstet, laden wir die gerade mal nach. So, und gucken in den Briefkasten, Leute. Denn mehr gibt's hier jetzt nicht zu sehen. Hier ist natürlich wieder Toast. Und hier steht Urlaub. Hier ist ein Flugticket und eine Genehmigung drin. Alles klar. Genehmigung. Sehr geehrter Agent 44, hiermit darf ich Ihnen herzlich dazu gratulieren, dass Sie Ihre wohlverdienten Ferien genehmigt bekommen haben. Nach allem, was Sie in letzter Zeit für uns getan haben, wird er Ihnen guttun. Anbei finden Sie Ihr Flugticket. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Erholung. Der Oberagent. Ja, Leute, wir haben jetzt das Flugticket und unseren Urlaub genehmigt bekommen. Das heißt, wir können direkt zum Flughafen gehen, Leute. Also hier müssen wir erstmal rein. Hallo Lilly. Guten Tag, Herr 44. Bitte legen Sie Ihr Ticket in die Kiste. Dann können Sie endlich in den Flieger steigen und auf geht's. Ja gut, dann hier Urlaub könnt ihr auch direkt haben. Leute, hier ist dann auch schon direkt das nächste Secret versteckt. Das dritte, indem wir hier einfach mal ganz kurz hochgehen und uns angucken, was hier so genau drin ist. Und zwar ist hier, gib mir dein Geld, Gabe. Hier ist Peter. Hier scheint alles gut zu sein. Ey, was machen Sie hier? Ja, der Peter, ne? Ihr kennt ihn alle. Nein, ne. Okay, was rede ich hier wieder, Leute? Was? So, dann können wir natürlich jetzt auch in den Flieger endlich steigen, denn sonst sind hier keine Secrets mehr. Hier sind noch zwei kleinere Flugzeuge. Hier eine schöne Bank, ein Feld. Aber wir gehen jetzt in ein Flugzeug und hier sind noch mehr Passagiere. Aber natürlich auch der Pilot. Willkommen im Flug nach Melotropen. Bitte setzen Sie sich. Der Flug geht gleich los. Ja, Leute, hier ist das schöne Cockpit. Und hier ist Tammy. Ab nach Hause. Johnny, ab in den Urlaub. Ab in den Sonnenschein. Carno, in den Melotropen gibt es neue Krankheiten, die ich gerne erforschen würde. Leute, in die Melotropen will ich nicht mehr. Und Loxiku. Punkt, 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 Punkt. Und hier geht es in den Urlaub, Leute. Haha, Pilot. Vielen Dank für den Flug mit Melon Airlines. Wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin mit unserer Linie fliegen. Und hier, Leute, gibt es schon das nächste Secret, und zwar Tobes Haare. Ja, tatsächlich habe ich hier wieder ein paar neue Secrets natürlich eingebaut. Und hier sind wir in den Melotropen. Und hier gibt es natürlich auch sofort das nächste Secret. Und zwar hier.
Nuclear Jeffrey, Binox, Leute, den nehmen wir natürlich sofort mit. So, und dann hier ins Hotel. Gehen Sie in Ihr Zimmer und schauen Sie sich um. Nummer 44. Oh ja, Leute. Hier ist anscheinend das Schlafzimmer. Und hier ist schon direkt das nächste Secret. Und zwar Minecraft-Einbruch. Eine kleine Maske, Leute. Jetzt erkennt uns niemand mehr, ne? So, hier ist das Esszimmer. Dann ist hier die Küche. Gehen Sie in den Fahrstuhl. Alles klar. Und hier ist noch das Bad. Dann sollen wir wohl erstmal jetzt in den Fahrstuhl gehen. Hier ist nichts mehr. Hier ist alles nur schwarz hinter. Überall schwarze Räume. Und hier ist der Aufzug. Zum Empfang. Okay, hier ist Rezeption 2. Chrissy. Guten Tag. Ja, hallo. Und Leute. Hier ist schon wieder eine Truhe. Weihnachtsanimation. Ja, ich habe hier die Weihnachtsanimation als Secrets eingebaut. Und hier... Guten Tag, Herr 44. Ich hoffe, Ihr Zimmer ist Ihnen genehm. Draußen wartet zu Ihrer Information übrigens jemand auf Sie. Ja, vielen Dank, Larsen. Und hier ist ein Melonenagent. Guten Tag, Agent 44. Draußen wartet der Chief auf Sie. Okay, Leute, was genau ist passiert? Bevor wir mit denen sprechen, zeige ich euch das nächste Secret. Und zwar ist das hier. Ganz verwachsen. Und zwar Baby Chaos Floß TNT. Ne? Das darf natürlich nicht fehlen. Außerdem ist hier dann noch ein kleiner Hinweis auf Utopia. Und zwar Rest in Peace Avalon und John. Utopia. Ja, Leute, an die habe ich diesmal gedacht und die mit eingebaut. So, hier ist ein Melonenagent. Wir dachten, wir hätten sie erledigt. Aber nein, sie leben und existieren noch. Leute, wer lebt noch und existiert noch? Hä? Agentenschief. Guten Tag, Agent 44. Es tut mir leid, dass wir Sie mitten während Ihres Urlaubs stören, aber es ist wahr. Wir haben geglaubt, sie sei ausgelöscht, aber die Kürbismafia ist zurück. Sie ist in einem Maya-Tempel, um dort eine uralte böse Macht zu entfesseln. Wir schicken Sie mit einem Heli dorthin. Sie erledigen den Fall und Sie können mit Ihrem Urlaub fortfahren. Ja, Leute, das klingt doch mega saftig. Das heißt, wir gehen zum Einsatzort. Oh. Leute. Hallo? Wir sind in einem Heli. Oh, hallo Pilot. Wir sind da. Ja, das freut mich, dass wir da sind. Einsatzleiter, ist es soweit, Agent 44? Rüsten Sie sich aus und springen Sie. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission. Halten Sie die verdammten Kürbisse auf. Natürlich. Hier ist One Point. Den setzen wir mal gerade. Und, oh Leute, hier ist schon mal Rüstung. Ein Kuhlederhemd. Sowas. Das sieht alles hübsch aus. Wir nehmen einfach mal den hier. Oh yeah. Leute, hier haben wir unsere neue Rüstung. Juhu. Hier ist tatsächlich noch eine Banditenmaske drin. Hier sind Waffen. Oh. Leute. Erstmal die Goldäpfel. Was können wir davon? Einen Fallschirm nehmen wir mal. Oh, Wurfsterne. Eine Steinschleuder. Noch ein Saftsack. Und hier eine Bison. Oh, das nehmen wir alles mal mit. Fernglas brauchen wir jetzt, glaube ich. Gasgranaten, okay. Und natürlich brauchen wir hier noch. Oh, Munition. Leute, das passt hier alles nicht. Wir tun erstmal ein paar Waffen weg. Ja, ich denke erstmal, die reichen. Oh ja, Leute. Um Messer sollten wir vielleicht aufheben. Melonen tun wir hier rein. Erstmal Gasgranaten, auch ein paar Stück. Oh Leute, hier sind wieder ein paar coole Schätzchen dabei. Okay, rüsten wir uns aus, Leute. Wir brauchen das hier. Das hier. Fallschirm brauchen wir garantiert nicht. Leute, glaube ich nicht. So, das sollte erstmal passen. Und Leute, brauchen wir einen Fallschirm? Nee, brauchen wir nicht. Wir springen einfach direkt. Oh nö. Leute. Vielleicht hätten wir doch. Okay. Leute, das war nicht geplant. Ich hatte vergessen, Game Rule Keep Inventory anzumachen. So, wartet. Wir essen gerade einen Goldapfel.
Denn hier ist das Gebiet der Kürbisse. Und bevor ich das vergesse, mache ich den Sound mal etwas leiser. Oh ja, Leute, hier sind sie. Oh ja, Leute, jetzt geht's los. Woo! Wo seid ihr denn alle? Au, hört auf. Meine Güte. Erledigen wir so. Zack. Au. Hört auf damit. Boom. Headshot. Komm schon. Oh ja, Leute. Oh ja. Mann, diese miesen Kürbisse, Leute. Wer kennst du nicht auch, die miesen Kürbisse? Okay. Ja. Oh, da oben ist noch eine Kiste, ein Secret wahrscheinlich. Leute. Okay. Okay. Ist hier noch jemand? Nee. Komm schon. Au! Wer war das? Ja, hier ist noch einer, hä? Huh. Okay, das müssten alle gewesen sein. Ey, von wo kommt ihr denn? So, ich hoffe, das waren jetzt alle. Halloween Animation. Oh ja, Leute, wir haben die Halloween Animation. So, aber jetzt geht's hier weiter bei diesem Tempel. Der Weg hinein ist geheim. In der Mitte liegt er ganz genau. Also schau. Wenn du drin bist, ist klar, dass Böse eingesperrt war. Ist es Zeit zu handeln, nicht in alter Zeit zu wandeln? Leute, was heißt das? Die kann man gar nicht werfen. Okay. In der Mitte. Oh, Leute. Oh ja. Hier sind einige. Ha. Die haben mich nicht überrascht. So. Okay, wo bin ich hier? Spawn Point. Der richtige Code ist gefragt. Das ist schwerer als gesagt. Der Code versteckt sich in diesem Raum hinter dichtem Pflanzensaum. Okay. Seltsam. Aber hier ist noch ein Secret. Und zwar Almdudler. Almdudel. Almdudeln da. Ja. Oh, Leute, hier ist was. 1, 2, 4 und 6 müssen hoch sein von links aus. 1, 2, 4 und 6. 1, 2, 4 und 6. Weil ist das alles oder gibt es hier noch einen Hinweis, Leute? Ah ja, hier 3 und 5 müssen unten sein, von links sein. Ja, das ist ja so. Okay, Leute, Eingabe. Es hat geklappt. Okay. Mega cool. Ein kleines Quiz. Oh nein, Leute. Nö. Okay, dann halt doch. Wie hieß die erste Map von diesem Erbauer? Agent 44 der Beginn oder Agent 44 die Rückkehr? Leute, wer von euch weiß es noch? Richtig, Agent 44 die Rückkehr. Hier geht's dann lang und hier. Wo hat Flo die Aufenthalte seiner Tour? Wo hat er die Team Melone Aufenthalte, Leute? Wer weiß es? Stuttgart und Berlin oder Kassel und Wolfsburg? Richtig, Kassel und Wolfsburg. Ey Leute, ihr seid ja echt gut hier. Und dann, was ist der schlimmste Feind von Flo? Entweder Kronos oder die Kürbisse. Leute, das ist eine ziemlich schwere Frage, das muss ich zugeben. Und ich kann es euch auch ganz einfach beantworten. Und zwar sind es nicht die Kürbisse. Falsch, Kronos hat Flo ja alles genommen in Utopia. Deswegen ist es ganz klar Kronos.
So. Wo kommen wir jetzt hin? Bevor du besitzt die Würde, gibt es nur noch eine Hürde. Oh, Leute. Ein Jump'n'Run. Ja, den habe ich auch diesmal ausgepackt. Ah. So, Leute. Verdammt, verdammt. Nee, nö. Oh, nö. Hallo. Ich will hier raus. Ich hab's was, Leute. Ach, komm, wir trinken den Almdudler. Almdudler 2.0. Boom. Leute, dieser Anfangssprung ist schon direkt ziemlich schwer. Das muss ich wirklich schon zugeben. Deswegen. Manchmal klappt er direkt beim ersten Versuch, aber nicht immer. Das ist hier das Problem. Och, Leute. Oh, wisst ihr was? Hat niemand gesehen? Ich habe den Sprung geschafft. Weil sonst wird das Video, glaube ich, zu lange. Und das will ich nicht. Ich will ja auch, dass ihr hier noch weiter guckt, ne? Und nicht dabei zusieht, wie schlecht ich im Jump'n'Run bin. Ja. Geschafft, Leute. Okay, hier geht's wieder hoch. Okay, hier auch. Und, oh, Leute, wieso ist hier Glas? Ganz einfach aus dem Grund, das kann man wegschießen. Ich bin mal gespannt, ob Flo das weiß. Auf jeden Fall muss man das hier erstmal wegschießen, bevor man hier hoch kann. Oh, verdammt. Nee. Nö. Hallo? Nein! Leute! Okay, das ist gerade echt peinlich, dass ich das selber nicht schaffe. Puste mich doch hoch! Och nein, Leute! Hä, wieso ist dein Kristall kaputt? Okay, warum auch immer kann man die zerschießen? Oh lol, die kann man zerschießen. Okay, gut, dass nicht alles aus Kristall ist. Okay, nö. Leute, nicht schon wieder. Leute, das sieht jetzt gerade niemand, das ist echt peinlich. Ich habe das getestet, aber ich krieg's jetzt nicht hin. Das ist echt peinlich, muss ich sagen. Es tut mir leid, Leute. Die Sprünge sind alle schaffbar, aber. Aber irgendwie kriege ich sie gerade nicht hin. Seid mir bitte nicht böse. Ich versuche doch auch mein Bestes. Und diese Flammennerven, Leute, ne? Das ist unglaublich nervig. Okay, wir haben es endlich geschafft. Ab hier wird es einfacher wieder. Puh. Oh, geschafft. Perfekt, Leute. Puh. Ah, Leute, was passiert hier? Oh, Kürbissoldaten, Leute. Oh. Aber die können auch nichts gegen mich ausrichten. Hier, irgendwie funktionieren die Gasgranaten nicht richtig. Ich glaube, die sollten eigentlich anders funktionieren. Ach, Leute. Immer kommt was dazwischen, ne? Ich hasse es. Wenn man in Ruhe aufnehmen will. Nee. Kommt was dazwischen. Oh, nee. Kürbis-Chief, was willst du hier, ey? Du bist zu spät, du dreckige Melone. Er ist erwacht und auf dem Weg in die Stadt, um alle Menschen zu Kürbissen zu verwandeln. Nee, das lasse ich nicht zu. Agentenchef? Agent 44, was ist passiert? Wie konnte das passieren? Wir können ihn gerade noch so von der Stadt fernhalten. Vernichten Sie dieses Ding. Passende Waffen finden Sie in der Kiste. Oh, Leute, ich glaube, jetzt ist Action mal angesagt. Ohne Spaß.
Ich muss nur gucken, wie wir die Munition herausbekommen. Ohne Spaß, die Rüstung brauchen wir nicht mehr. Wir kriegen jetzt gerade eine viel bessere. Und oh yes. Oh ja, yeah, Leute, das können wir. Ach, wo kann man das nochmal reintun? Ah, hier. Hier können wir die Sachen reintun. Okay. So leid es mir tut, aber diese Teile müssen wir jetzt weglegen. Warte, wir haben hier Nuclear Jeffrey Binox. Den benutzen wir jetzt. Oh ja. Das könnte jetzt ganz schön heiter werden, glaube ich. Huh. Und ein Jetpack. Oh mein Gott. Jetzt ist Schluss, Leute. Jetzt hat diese komische Melone. Dieser komische Kürbis. Oha. Oha, Leute, das sieht doch mal heftig aus, oder? Das sieht heftig aus. Und da sind ein paar Melonensoldaten. Oh mein Gott. Urkürbis. Das uralte Böse. Oh mein Gott. Für die Macht der Kürbisse. Nee. Ohne Spaß. Nee. Geh weg. Geh weg. Tschüss. Lass mich in Ruhe, ohne Spaß. Ja, für die Macht der Kürbisse, denkst du, geh von denen weg. Ohne Spaß, wie viele Leben hast du? Okay. Du hast ein paar viele Leben, muss ich sagen. Oh ja, aber hier. Der Nuclear Death Ray bei Nox, der macht dir jetzt die Hölle, das Leben schwer, meine ich nicht die Hölle schwer. Oh mein Gott, ja, da hast du nichts mehr zu sagen, ne? Okay, jetzt kommen diese Blaster. Ja, hast du nichts gegen zu tun, ne? Ja, komm doch. Nee, nö, 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 nee. Geh weg. Geh weg. Los, in die Ecke da mit dir wieder. Okay, Leute, wir können das schaffen. Ja, das hast du davon, ne? Komm schon, Nox. Lass uns nicht im Stich. Wir haben ihn gleich bis zur Hälfte. Oh. Geh zurück, ey. Und wieder der Nuclear Death Ray. Oh mein Gott, Leute, das ist immer so ein Hin und Her. Oh ne, oh nein. Achtung, Leute, das könnte gerade. Wir haben keine Munition mehr. Oh. Okay, dann gehst du halt in diese Ecke. Ohne Spaß. Jetzt ist Schluss. Lass es sein. Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn fast. Ja, komm. Alter, du hast keine Chance. Diese Waffen sind zu gut für dich. Jetzt noch mal mit der ein paar drauf und hiermit. Okay. Komm schon, Leute, wir haben ihn wirklich fast. Das wird jetzt dein Ende, ohne Spaß. Lass es sein. Ohne Spaß, geh weg. Ohne Spaß, dieser Urkürbis.
ist übertrieben stark. So. Oh, 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 oh. Lass das. Okay, komm schon, Leute, schaffen wir das mit diesem Strahl jetzt. Du blöder Urkürbis. Jetzt ist Schluss. Leute, wir haben ihn fast. Und nein, nein, nein. Boom. Oh, oh, er hat was gedroppt. Der Kopf des Urkürbis und ein Knopf. Oh, und ich weiß, glaube ich, wohin der Knopf soll. Leute, wir haben es geschafft. Endlich. Knopf platzieren, um ans Ende zu kommen. Oh mein Gott, Präsident. Vielen Dank, Agent 44. Sie haben mal wieder die Welt gerettet. Nehmen Sie Ihre Belohnung. Sie haben es sich verdient. Oh mein Gott. Leute, wir haben es geschafft. Und natürlich, erstmal hier in Game-Mode gehen. Und hier, Nachwort. Für mehr saftige Agent 44 Abenteuer macht folgendes. Abonniert Chaosflow 44 und natürlich auch mich gerne. Lasst ein Like da, schreibt einen langen Kommentar, seid immer 102% saftig. Und hier, Agent 44, das Erwachen. Hier nochmal mein YouTube-Link. Vielen Dank für das Spielen meiner zweiten Map. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Leute, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr auch viel mehr Maps wollt, die ich noch baue. Weil das macht einfach richtig Spaß. Und ich hoffe, Flo hat an dieser Map hier auch seinen Gefallen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann, Leute. Oh ja. Yeah. Bis dann. Tschüss.